Einen wunderschönen guten Tag zu dieser kleinen Nerd-News, die ich aber im Short-News-Format halten muss, weil ich irgendwie schon wieder angeschlagen bin und auch in 2 Stunden schon wieder los muss. Und wir haben es jetzt 2.43 Uhr, also legen wir mal schnell los. Das Magazin Gaming Bolt hat Mark Aldrop von den Head-Up Games interviewt und der sagt, dass die PlayStation 5 und die Xbox, also die nächste Generation der Konsolen, durchaus die interessanteste seit Jahren sein könnte. Und das nicht unberechtigt. Er geht nämlich davon aus, dass der große Wandel kommen wird, nämlich disklose Konsolen, Cloud Gaming und vieles anderes mehr. Er hofft aber trotzdem, dass die nächsten Konsolen unbedingt auch wieder auf einer Hardware-Technik basieren und nicht irgendwie total variabel sind wie beim PC und Smartphone, damit man sich auf eine Technik konzentrieren kann. Das hat im Laufe der Entwicklung die Entwicklung von Spielen immer günstiger gemacht, weil man sich einfach auf eine Hardware konzentrieren konnte und die Tools dafür immer besser wurden. Sony wird sich wohl endgültig von der E3 zurückziehen, das lässt zumindest das neueste Interview vermuten. Denn diesen Februar ist tatsächlich noch eine Veranstaltung, die nennt sich Destination PlayStation. Und da geht es vor allem darum, Neuankündigungen und Neuerscheinungen den Händlern mitzuteilen. Ob das jetzt öffentlich wird, weiß man noch nicht so recht. Aber man hat auch ein paar interessante Aussagen getroffen. So zum Beispiel, dass die E3 im Juni viel zu spät käme und man jetzt schon die Händler darauf einstellen will. Außerdem ist man darauf eingegangen, dass Journalisten nicht mehr so das Exklusive sind, was man heutzutage befeuern kann, da es ja das Internet gibt mit 24:7 Berichterstattung. Außerdem hat man noch dazu geäußert, dass sich die E3 absolut den Neuheiten nicht angepasst hat. Und das ist schon eine krasse Aussage und spricht eigentlich auch dafür, dass es nicht nur dieses Jahr kein Sony mehr auf der E3 geben wird. Und die waren seit Anfang an dabei. Schade eigentlich, war immer ein schönes Event, aber vom Prinzip her haben sie recht. Wir werden jeden Tag mit neuen Trailern zugefeuert und für so eine große Veranstaltung wie der E3 ist einfach bei der Masse an Spielen kaum noch Platz. Viele fragen mich, wenn ich Spyro Reignited Trilogy auf Twitch spiele, Link unten in der Beschreibung, ob das Ding denn auch für die Switch rauskommen wird. Und bis jetzt muss ich das immer verneinen. Allerdings gibt es jetzt einen neuen interessanten Fakt, denn GameStop Deutschland hat es nun für die Switch gelistet. Allerdings kommt jetzt der kleine Dämpfer, denn das Release-Datum ist leider erst am 16.08.2019. Das heißt, Switch-Fans müssen durchaus noch 6 Monate warten können. Ob es denn im Endeffekt kommen wird, sei mal dahingestellt, aber Toys for Bob hat ja auch schon die Crash Bandicoot Trilogy auf die Nintendo Switch umgesetzt und ich gehe mal davon aus, dass Spyro denn nicht weit weg ist. Wer hätte es gedacht, aber ein Mario-Spiel entwickelt sich in Japan zum absoluten Flop. Und damit ist Mario und Luigi Bowser's Inside Story gemeint. Das Remake für den 3DS ist auf jeden Fall sehr gut gelungen, interessiert die Japaner aber so gut wie gar nicht. In der ersten Woche wurden gerade mal 9.178 Einheiten verkauft und bis heute sind es gerade mal knapp 20.700 Einheiten und das ist schon ein richtig grandioser Flop, gerade für ein Spiel, wo Mario drin vorkommt. Viele Experten gehen davon aus, dass der 3DS nun langsam aber sicher das Ende sehen wird, in der Kombination damit, dass die meisten Japaner das Spiel wahrscheinlich auf dem DS schon durchgezockt haben. Es gibt nur wenige Spiele, die schlechter abgeschnitten haben, so unter anderem Mario vs. Donkey Kong und ein Mario Tennis Ableger und jetzt herhören für den Virtual Boy. Viele haben schon mitbekommen, Assassin's Creed Remastered kommt am 29. März für die PlayStation 4 und Xbox und bisher war nur offen, ob das auch für die Nintendo Switch kommt. Wenn man jetzt allerdings in den Ubisoft Club geht, dann sieht man auch, dass es für die Switch erscheinen soll, also offiziell von Ubisoft sozusagen bestätigt. Wir können gespannt sein, ob man an die grafische Qualität des Remasters rankommen will oder eventuell sogar eine 1:1 Umsetzung von der PS3 Fassung mit etwas höherer Auflösung macht. Achtung, Achtung, Gerüchte! Und zwar hat sich ja der User Kingsale vor kurzem dazu geäußert, dass eventuell eine Direct am Mittwoch stattfinden wird. Und jetzt kommen noch ein paar neue Details, die er behauptet zu wissen. Und zwar sollen demnächst Pikmin 3 Remastered vorgestellt werden, also eine Umsetzung der Wii U-Version, Maker 2, so wird es zumindest momentan genannt, gemeint ist wohl Super Mario Maker 2 und ein neues Boxboy-Spiel. Außerdem auch noch ein 2D-Zelda. Wenn das zu diesen 11 Spielen gehört,
die dieses Jahr angekündigt werden, dann können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Und Nintendo hat ja selbst gesagt, man will ein Spiel vorstellen, was die Fans zufriedenstellt. Und noch ein kleiner Erfolg für Take-Two, denn Civilization 6 hat sich auf der Nintendo Switch tatsächlich bombig verkauft, weit über den Erwartungen. Genaue Zahlen hat man jetzt nicht genannt, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass auch Third-Party-Spiele auf der Switch super laufen. So, das war die aktuelle Nerd-News im Short-News-Format. Wie gesagt, anders ging es gerade nicht. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden. Und wenn ja, dann lasst doch bitte den Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr ja das ein oder andere unten über meinen Amazon-Affiliate-Link kaufen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag zu diesem. Viele haben schon mitbekommen, Assassin's Creed. Viele Experten gehen nun davon aus, dass der 3DS nun langsam aber sicher das Ende. Es gibt nur wenige Spiele, die sich schlechter verkauft haben. So zum Beispiel Mario vs. Donkey Kong und auch. Mann, wie ist denn das? Jetzt kommt allerdings der kleine Dämpfer, denn das Release-Datum soll erst am 19. August 2019 sein. Allerdings kommt jetzt der kleine Dämpfer, denn das ist nämlich disklose Laufwerke. Wir können gespannt sein, ob man an die grafische Qualität vom Remake rankommen wird oder in der ersten Woche wurden gerade mal 9000